Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, in der letzten Folge war ich mir ja nicht sicher, was ich machen würde. Ich habe aber jetzt in der Zwischenzeit Donald gelevelt und habe mir jetzt vorgenommen, dass wir ihn erstmal abschließen. Nein, wir können ihn natürlich nicht abschließen. Er pennt noch. Mann, 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 ich bin seit 3 Stunden auf. Naja, etwas mehr als 3 Stunden. Und Donald pennt noch. Das heißt, wir können jetzt seine Quest nicht machen. Das für die Mini pennt natürlich auch noch. Leute, was ist denn hier los? Ganz ehrlich, dann können wir jetzt eigentlich nur noch nach Dagobert gehen. Das ist jetzt allerdings. Obwohl, Moment, wir machen das am besten anders. Weil Dagobert würde ich gerne nämlich zusammen mit Donald machen. Aber wenn der nicht fähig ist, zu einer normalen Zeit wach zu sein. Würde ich sagen, dass wir erstmal gucken, was mit Ariel ist. Beziehungsweise, warum sieht es hier gerade so schrecklich aus, Leute? Das darf nicht sein. Ich meine, ich weiß, ich habe nur ein halbes Feld gemacht. Ich habe ja Donald noch gelevelt. Und da weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, was ich. Da habe ich, glaube ich, das ganze Feld einmal gemacht. Also hier das große. Und da ist aber Level 9 nur gewesen. Und dann, ja, war ich halt so genervt davon, dass er noch nicht voll ausgelevelt war. Als ich dann letztendlich mit ihm noch eine Runde gemacht hatte, als das Ganze hier dann schon fertig war. So, ist aber nicht ganz so schlimm. Es tut mir leid, dass wir das jetzt mal eben nebenbei machen müssen. Aber das dauert nur knapp eine Minute vielleicht, das eben zu bewässern. Also jetzt die ganzen Kürbisse zu ernten und dann wieder alles neu zu pflanzen und so weiter. Und dann sich darüber zu, also und die Sachen natürlich einzusammeln, sich darüber zu ärgern, dass ständig irgendjemand bei mir im Weg steht und ich den automatisch anspreche. Ich muss sagen, das dauert wirklich viel, viel länger. Warum ist es hier eigentlich so neblig? Ariel, was machst du denn jetzt hier unten? Ich dachte, du bist bei dir zu Hause. Nein, nicht abhauen. Ich Hast du freue mich. mich so, dass du hier bist. Ach so, mit dir kann ich ja noch gar nicht. Ah, oh Gott, ich bin heute so verwirrt. Ich habe eine Idee, Gameplayerin. Mal sehen, wie viel wir über den anderen wissen. Es kann ein Spiel sein. Ich fange an. Ich bin die Tochter des Königs der Meere. Wie heißt mein Vater? König Triton, ist doch klar. Poseidon könnte natürlich auch passen. Das ist richtig. Okay, die nächste Frage ist etwas schwieriger. Wie viele Schwestern habe ich? Oh, ja, 6. Ja, ist ja hier keine große Wahl. Wie hießen die nochmal? Arana, Aquana, Odelia? Keine Ahnung, aber irgendwie sowas in der Art. Ja, ich habe 6 ältere Schwestern. Aquata, genau. Andrina, Arista, Atina, Adela und Alana. Okay, ich war nah dran. Wow, du solltest keine Probleme mit der nächsten Frage haben. Ich habe eine Sammlung voller Dingsbums und Krimskram. Einfach alles Mögliche. Weißt du, was diese Gegenstände meiner Sammlung gemeinsam haben? Ja, es sind alles Dinge, die man an Land findet. Haifischzähne. Du hast wieder recht. Ich denke, dass Menschenkram sehr interessant ist. Okay, mal sehen, ob du die nächste Frage beantworten kannst. Was wollte Ursula von mir, als ich sie um menschliche Beine bat? Die Stimme. Oh mein Gott, du hast alle Antworten richtig beantwortet. Oh Mann, okay. Lieben Gruß an das Team Disney, das die Texte gemacht hat. Manchmal sind da wirklich echte Fails drin. Jetzt wollen wir mal sehen, ob du auch die letzte Frage beantworten kannst. Wie hieß der Mensch, den ich vor dem Ertrinken gerettet habe? Abschaum? Erik natürlich. Ja, er wurde verletzt, als er seinen Hund während eines Sturms rettete. Ich bin so froh, dass ich da war, um zu helfen. Das ist erstaunlich. Du weißt so viel über mich. Das macht mich sehr glücklich. Du warst auch einer meiner Lieblings-Disney-Filme meiner Kindheit, muss ich sagen. Du und, also Ariel und König der Löwen. Die beiden auf jeden Fall. Lass uns bald wieder reden. Ich kann es kaum erwarten, mehr über dich zu erfahren. Auf Wiedersehen. Ja, kriege ich nichts für. Hallo. Moment, mal sehen. Nee, nicht dein Haus ansehen. Ich habe etwas für dich. So, was möchte sie denn? Dann mache ich mir nochmal eben schnell ein Foto davon, weil sonst vergesse ich das wieder. Ich hätte gerne eins ohne Blitz, wo man dann auch was drauf erkennt. So. Lila Glockenblume, Schneewittchens Stachelbeerkuchen. Schneewittchen ist ja noch nicht mal hier. Und ein Amethyst. Na gut, zwei Dinge sollte ich ihr normalerweise Danke. bringen können. Sollte auch auf M drücken. So.
So, jetzt sind natürlich alle drei, mit denen ich am Liebäugeln war, mal abzuschließen. Beziehungsweise, ja gut, bei Mini ist es kein Abschließen. Sind alle am Schlafen zu so einer späten Stunde. Ey, das kann echt nicht wahr sein. Haben wir den jetzt echt nicht? Ach nee, das wird noch nicht angezeigt, ne? Glänzende Amethyst. Amethyst, genau hier. Okay, den einmal. Das wird ja nur bei Quests angezeigt. Damit vertue ich mich immer wieder. Finde ich auch ein bisschen schade. Also es wäre ganz cool, wenn man da, zumindest wenn man das sich vorher angeguckt hat, irgendwie lila Glockenblume, irgendwie einen kleinen Hinweis bekommen würde. Lila Bartfaden. Springkraut. Ich weiß gerade nicht mehr, wie sie aussieht. Die war es, glaube ich. Naja. Ja, ist ja gut. Lass mich das doch mal so. Nein. So. So, jetzt ist die Frage. Finden wir Ariel jetzt wieder oder läuft sie, beziehungsweise schwimmt sie wieder von Ort zu Ort? Eigentlich teleportiert sie sich ja eher von Ort zu Ort. Ich wusste, dass sie jetzt wieder woanders ist. Ich wusste es einfach. Bleib da stehen. Lauf. Nein. Böse Meerjungfrau. Böse Meerjungfrau, bleibst du jetzt da? Och, die kann man dann aber auch immer so schlecht ansprechen, wenn die hier in dem Meine Gebiet ist. Meine Güte, der Sand sieht heute so warm aus. Ja, das ist toll. Ich möchte mit dir sprechen. Ariel, da war's. Ich musste einfach an die Oberfläche kommen, um dich zu sehen. Ja. Es wäre schön, wenn ich dich auch sehen könnte, Ariel. Gut, nichtsdestotrotz, ich habe was für dich. Und zwar eine Glockenblume. So, und was haben wir denn jetzt noch gehabt? Moment, den Amethyst. So, noch zwei Tage und ich habe sie dann eventuell so weit gelevelt, dass es jetzt wieder vernünftig ist, dass man wieder vernünftig was mit ihr machen kann. Oh, also sprich leveln kann. Dass man die letzte Quest machen kann, so. Und ich hoffe mal, dass das einigermaßen gut aussieht, aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Ja, das ist jetzt natürlich sehr doof. Minimaus ist immer noch am Schlafen. Ursula könnten wir vielleicht machen. Wo wir gerade schon so mit Ariel angefangen haben. Donald pennt immer noch. Jetzt sag mir nicht, dass Ursula... Ursula ist aber nicht zu Hause. Die müsste eigentlich... Wo ist sie denn? Ach, die haut immer ab. Da hinten ist die. Ja, die geht schon wieder nach unten, oder? Hm? Kriege ich sie noch? Ich weiß es nicht. Jedenfalls werde ich es versuchen. So. Wenn wir jetzt gerade schon alles mit Ariel hier gemacht haben, dann müssen wir natürlich zu Ursula... Oh, geh. Zu Ursula rüber und den Rest machen. Hallo, Liebes. Gameplayerin. Perfekt. Es scheint, als ob das Dorf seine Macht verbirgt. Hier gibt es Magie, die wir nicht sehen können. Und ich will sie. Ich meinte natürlich, ich will sie für das Dorf. Oh. Sprich mit dieser Frau, Mutter, wie hieß sie noch, über den Fluch. Sie war da, als er entfesselt wurde. Und ich will wissen, was sie weiß. Ich würde es ja selbst tun, aber aus irgendeinem lächerlichen Grund vertraut sie mir nicht. Klingt interessant. Ich kann helfen. So eifrig. Ich liebe es. Da hat aber jemand eine Glückssträhne. Ist ja auch Freitag der 13. Das ist ja auch ein Glückstag. Da muss ich ja eine Glückssträhne haben. Wieso ist das Ding jetzt hier im Weg? Das war doch vorher nicht im Weg, oder? Ich bin mir nicht sicher. Mutter Gotel, wo haben wir dich? Ich wollte gerade sagen, die war doch eben noch hier. Nicht abhauen, Gotel. Oh, jetzt mal ganz ehrlich. Also, das kann ich hier nicht mitten im Weg stehen lassen. Auch wenn Mutter Gutel dann schon wieder abhaut. Wo ist sie denn jetzt? War sie nicht gerade noch hier? Ach so, die ist da drin, oder? Nee, sie steht davor. Wieso hat das so lange gedauert? War nur Spaß. Komm, Mütterchen, ich brauche was von dir. Gameplayerin, was führt dich heute zur Mutter? Magische Momente, genau. Ich muss jetzt hier erstmal gucken, was jetzt von ihr ist. Oh, ich habe dich nicht erkannt. Du siehst ja furchtbar aus.
Ich mache nur Spaß, meine Liebe. Und jetzt sag mir, was du brauchst. Habe ich doch gerade. Ich brauche Informationen über den Fluch. Nun, ich könnte dir vielleicht helfen. Gegen einen Gefallen. Ohne Rapunzels Magie bin ich nicht mehr so rüstig, wie ich sein sollte. Du würdest eine arme Frau in Not doch nicht im Stich lassen, oder? Ich hoffe, die Informationen sind es wert, ja? Ich verspreche dir, das ist es. Bring mir etwas zu essen und ich gebe dir ein paar Informationen. Einfach, oder? Aber nicht irgendein Essen. Neulich habe ich im Dorf jemanden in dem Restaurant gesehen, der ein köstlich aussehendes Gericht aß. Fisch eingerollt in Reis, man nannte es auch Sushi. Eigentlich eine ziemlich clevere Idee. Das ist eine Sushi-Rolle. Oh, ich mag das. Ich frage mich, ist das Hummerbrötchen, das mir die kleine Ratte gemacht hat, auch Sushi? Eigentlich hätte ich auch gerne noch so eins. Also, wenn ich mich richtig erinnere, bestand das Hummerbrötchen aus Hummer, Weizen, Zitrone, Butter und Knoblauch. Muss ich mir das jetzt merken? Echt jetzt? Ich weiß nicht, ob das jetzt da drin ist, deswegen mache ich vorsichtshalber mal kurz ein Foto davon. Ja, ihr habt richtig gehört, aber ich weiß echt nicht, ob das da drin bleibt jetzt. Sei so lieb und bring mir Sushi und ein Hummerbrötchen. Oh, und sieh zu, dass sie frisch sind. Ich verabscheue alten Fisch. Gut. Jetzt weißt du, dass du... Dass ich immer willkommen bin. Ja, ja, ist klar. Das ist großartig. Ich lerne hier so viele neue Freunde kennen. Das ist toll, Vajana. Aber warum bist du mich hier so... bist du mir hier so züchtig am Auflauern? Ich meine, ich habe ein Hummerbrötchen hier drin. Dass ich das machen kann. Wenn nicht, dann müssen wir das tatsächlich so mit der Hand machen. Anscheinend habe ich es doch nicht drin, oder? Ich finde das total blöd, dass es hier nicht einfach nach Alphabet sortiert ist. Weil so weiß man nie, was wo gerade ist. Es macht für mich auch keinen Sinn in der Reihenfolge. Wieso will die jetzt Kappa Markai? Wieso will die kein normales Sushi? Oh, ich muss es nicht verstehen. Okay, wir nehmen jetzt einfach erstmal das Hummerbrötchen. Bitte, bitte, hilf mir doch kurz. Ich wollte gerade sagen, das hörte sich an, als ob... Genau dich wollte ich sprechen. Als ob die Alte jetzt schon neben mir steht. Aber das Sushi? Ach so, man kann auch mal Kuri-Sushi nehmen? Ach, das ist ihr egal, welches Sushi. Ah, dann nehme ich doch einfach das hier, weil das ist einfacher. Aber natürlich nicht mit dem Fisch, Idioten. Sondern mit irgendeinem, den ich... Oh, ich habe vergessen, dass man die Sachen reinwerfen muss. Mit irgendeinem, den ich viel habe. So, das wollte ich eigentlich sagen. Ist mir egal, welches Sushi das ist. Ach so, das muss ich jetzt zweimal machen. Genau. Moment. Dann den noch da rein. Zack. Zack. Sieht zwar überhaupt nicht wie Sushi aus jetzt, aber na gut. Ich meine, Hauptsache, ne, es funktioniert. Jetzt ist sie wieder weg, oder was? Ich habe sie doch gerade erst noch gehört. Da ist sie. Ach, da. Ach, tu mir einen Gefallen, Schatz. Ja? Kimplerin, was führt dich heute zur Mutter? Bitteschön, die Sachen, die du haben wolltest. Uff. Kimplerum, warum hat das so lange gedauert? Ich bin fast verhungert. Wenigstens hast du mir gebracht, was ich wollte. Ich nehme an, ich muss nun meinen Teil der Abmachung erfüllen. Seit dem Fluch habe ich eine geheimnisvolle Blume gesehen, die in der Nähe der Säule im Sumpf wächst. Als Expertin für seltene Blumen wollte ich sie in meiner Nähe aufbewahren, um sie zu schützen, versteht sich. Aber sie hatte nicht wirklich einen Effekt, den ich suchte. Also, hier hast du sie. Wenn du jemals eine Verwendung dafür findest, musst du es mir unbedingt sagen. Mhm. Worauf wartest du noch? Los! Ja, ist ja gut. Ich gehe sofort noch zu Ursula rüber. Aber wo ist Ursula? Ah, Ursula. Bis man dich mal gefunden hat. Ach, du bist immer noch da. Ich bin es nicht gewohnt, dass die Disney-Charaktere tatsächlich an einem Ort bleiben. Das hätte ich nicht so laut sagen sollen, oder? Ursula, warte. Warte. Ursi. So, bitteschön. Kannst du damit was anfangen? Ah, da bist du ja. Aha.
Genau, wie ich vermutet hatte. Diese Blume enthält eine Kraft, die von einem dunkleren Ort stammt. Vielleicht kann ich sie für ein kleines Experiment verwenden, das ich... Oh, du bist noch hier? Danke für deine Hilfe, Fischlein. Du wirst sicher nicht meine Gastfreundschaft überanspruchen. Ich melde mich, wenn sich etwas ergeben hat. Oh, und hilf den anderen nicht zu sehr. Bleib Ursula treu. Vertrau mir, du wirst mich sicher als Freundin haben wollen. Ja, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. So, hat sich dadurch jetzt irgendwas anderes ergeben? Eigentlich nicht. Scar hatte ich ja, glaube ich, vorher schon. Ne? Scar brauche ich nur... Mit Scar habe ich ja eigentlich noch gar nichts wirklich gemacht, außer diesen Anfang. So, die beiden schlafen immer noch. Ich verstehe nicht, dass die... Echt. Ursula Level 7. Das heißt, ich kann sie aber wieder nicht richtig leveln. Das heißt, jetzt ist sie schon wieder weg. Das heißt, wir müssen gucken, was sie haben möchte. Hallo, Liebes. Und, Moment, worüber denkst du nach? Oh, Gameplayerin, du bist es. Ich habe nur über die ferne Vergangenheit nachgedacht. Wusstest du, dass ich früher in Atlantica gelebt habe? Genauer gesagt, im Palast. Warum bist du weggegangen? Ich hatte keine Wahl, da kannst du dir sicher sein. König Triton, der Tyrann, hat mich verbannt. Ich wurde verbannt, um in den dunkelsten Tiefen des Ozeans zu verrotten. Das ist ja schrecklich. Nicht wahr? Die ganze Welt wandte sich gegen mich, wo ich doch so arm und unschuldig bin. Und was habe ich getan? So gut wie gar nichts. Ich habe dem Meereswesen nur das gegeben, worum sie mich gebeten haben. Ist es meine Schuld, dass ihnen der Preis nicht gefallen hat? Warum bist du noch hier? Naja. Kusch, kusch. Sagen wir mal nichts dazu, ne? Ich meine, wir wissen ja alle... Dass sie einer eine Waffel hat, wollte ich gerade sagen, als ich Waffeln gelesen habe. Wir wissen ja alle, dass das nicht ganz so stimmt. Okay. Die Waffeln kann ich aber, glaube ich, nicht machen. Und jetzt hinfort mit dir. Naja, hinfort mit dir. Ich schau mal eben. Wobei, Waffeln könnten wir vielleicht machen. Ich bin mir nicht sicher, deswegen... Haben wir nicht sowas ähnliches eventuell? Also wir haben nicht die Waffeln mit dem komischen Gesicht drin von Mickey, oder? Obwohl, das hieß Waffeln. Also was sollen das sonst für Waffeln sein? Gemüseeintopf, Haferbrei. Anscheinend haben wir gar keine Waffeln. Rührei. Blaubeerkuchen, Bananenkuchen. Ne, wir haben gar keine Waffeln. Dann haben wir Minis Lieblingskekse, haben wir dann auch noch nicht. Blaue Sternlilie. Die müssten wir normalerweise auf jeden Fall haben. Da schauen wir nochmal kurz nach. Dran, dran. Blaue Sternlilie. Sumpfmilchkraut. Sieht nicht danach aus, als ob das von hier ist. Blaue Sternlilie, da. Okay. Ja, dann würde ich sagen, ich gebe das jetzt erstmal ab. Und danach werde ich dann noch ein paar Experimente machen. Da müsst ihr jetzt natürlich nicht bei sein. Sondern, ja, sollte ich herausfinden. Ich weiß ja jetzt nicht. Jetzt ist sie wirklich da abgehauen. Sie hat mir zugehört und wollte nicht mehr da sein. Oh nein. Ursula, wo bist du? Hä? Ursula? Die kann doch nicht einkaufen oder essen. Ursula, altes Haus. Hä? Wenn man sie denn mal braucht, ist sie nicht da. Rebooten wir das Ganze nochmal? Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht war sie ja gerade am Porten. Offenbar ja. So. Eigentlich ist das jetzt doof, was ich mache, weil ich wollte eigentlich... Oh, da hinten.
Geh doch mal weg. Tu mir einen Gefallen, Schatz. Ja? Ja, aber nicht jetzt. Ich kann gerade nicht. Ich kenne das ja. Bis ich da bin, sind die dann wieder weg, wenn ich was anderes mache. Ah, da bist du ja. So, dann geben wir dir mal die Sternlinie. Also hier die Fischweiber, sag ich mal, zu leveln, das ist echt, ja. Das ist nicht schön, sagen wir es mal so, weil Ariel ist schon tierisch nervig, weil man ihr dann immer wieder was geben muss und so. Jetzt haben wir hier natürlich gerade Blau. Blau ist wichtig. Ja, Ursula, pass auf, sonst habe ich irgendeiner deiner komischen Tentakel gleich am Haken. Ja, das ist Thunfisch. Okay, ich dachte, es wäre was Wichtiges drin, sagen wir es mal so. Wobei Thunfisch, glaube ich, habe ich auch nicht... Oh, jetzt kommt die nach hier geportet. Habe ich, glaube ich, auch nicht so viel. Ich bin mir aber nicht sicher. Kann auch sein, dass ich die bei Vajana immer mal öfter bekommen habe. Tintenfisch, den habe ich, glaube ich, jetzt nicht so oft. Ich bin mir nicht sicher. Ich schaue nochmal eben hier in der Kiste nach, was da drin ist. Ich kann es mir auch nie merken, welche Farben wofür sind, bin ich ganz ehrlich. Ich weiß nur, Blau, da kommen diese Dream... ja, nimmst du das jetzt auf. Da sind diese Dream-Dinger drin. So, Möbel. Rosa ist Möbel. Also, Rosa interessiert mich am meisten. Kräuter der Provence. Oh, sehr schön. Das kann ich bei mir in die Küche reinmachen. Das ist toll. Das ist wirklich toll. Okay, ja, dann mache ich mich mal auf. Schau mal, ob ich eventuell noch die zwei Sachen, Waffeln und Minis Lebkuchenkekse, waren das nicht Lieblingskekse, ob ich die eventuell noch hinkriege. Muss ich jetzt mal überlegen, was man eigentlich dafür braucht in der Regel. Ah ja, und so habe ich auch noch. Ja, ich versuche mal ein bisschen, ich teste mal ein bisschen rum und dann sehen wir uns gleich wieder. Steht hier quasi für Mehl und Milch, also da Milch vielleicht noch. Crepe. Na gut, das war jetzt nicht das, was ich eigentlich haben wollte, aber okay. Das ist auch cool. Keine Ahnung, ob das geht. Okay, zumindest die Kekse haben wir. Schokoladenwaffeln. Toll. Aber das sind nicht die Waffeln, die ich haben will. Obwohl, ach, wenn man mit Kakaoschokolade... ich glaube, ich weiß, wie ich das eine hätte machen können. Ja, erstmal willkommen zurück. Aber ich glaube, ich kriege den Rest nicht mehr hin. Ich weiß nicht, das klingt auch irgendwie... Aber immerhin, wir haben ja Crepe. Das habe ich hoffentlich gerade mit reingeschnitten. Crepe haben wir neu entdeckt, wo ich gar nicht drauf aus war. Die Lieblingskekse haben wir tatsächlich noch bekommen. Allerdings haben wir Schokoladenwaffeln bekommen und nicht die, was waren das jetzt? Die normalen Waffeln, die wir... Ach so, Moment. Oh, Junge. Wir haben Schokoladenwaffeln bekommen. Was ist denn, wenn wir nur Eiweizen und Milch nehmen? Aber dann kriegen wir keine Waffeln, oder? Also die eine Sache probiere ich jetzt noch eben. Kommt wahrscheinlich gar nichts raus. Haferbrei. Naja, gut, okay. Ich kenne ja die Rezepte auch nicht alle auswendig. Ja, schade. Ursula ist hier wieder unterwegs. Bleib bloß da. Ursula. So, wo sind wir denn hier? Da. Also, ich habe leider nicht die, die du haben willst. Ah, nicht abhauen. Da bist du ja. So, nee, Moment, das wollen sie nicht. Minis Lieblingskekse wollte sie haben, ne? Genau. Da freut sie sich drüber. Ja, die Frage ist jetzt, wenn ich ihr... Wenn ich ihr jetzt Schokoladenwaffeln geben würde... Das würde sie nicht leveln, nehme ich mal an, ne? Weil das nicht Minis Lieblingskekse sind. Aber doch, es levelt sie.
Kann ich das mit allen machen? Weil dann würde ich die ja schnell... Oh, nee, oder? Das möchte ich jetzt mal ausprobieren. Nein. Und dann je höher das Rezept ist, umso höher levelt die, oder wie? Oh, das ist nicht euer Ernst. Dann hätte ich ja schon vor keine Ahnung wie viel Wochen mit Ariel weitermachen können. Hätte ich ja einfach irgendwelche Sachen da reingeknallt. Och nein. Ist das euer Ernst? Bis wo muss ich sie denn überhaupt leveln? Moment. Bis Level 7. Na gut, das werde ich jetzt natürlich jetzt... Oh, jetzt steht der Baum hier im Weg. Das werde ich jetzt nicht machen, während ihr dabei seid, weil wir sind jetzt schon fast bei einer halben Stunde mit der Aufnahme. Das habe ich noch nicht gewusst. Und das fällt mir jetzt erst auf, wo ich, keine Ahnung, vielleicht über zwei Drittel bisher von Disney Dreamlight schon durch habe. Das ist nicht euer Ernst. Ich habe immer gedacht, man kann die tatsächlich nur leveln, wenn man denen das gibt, was die wirklich als Lieblingsessen da drin stehen haben. Oder als das, was sie fordern, nicht als Lieblingsessen. Oh, Mann, 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 Mann. Okay. Gut. Nach dieser Mega-Erkenntnis, dass ich so dumm bin, werde ich jetzt erstmal die Folge beenden. Werde noch ein bisschen was zu essen machen, damit wir Ursula noch was leveln können. Und mal gucken, ja, die anderen können wir jetzt leider nicht mehr mit Essen leveln, glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht so sicher. Ich glaube, ich werde demnächst ganz viel Essen einfach nur noch herstellen. Oje, oje, oje. Ich werde mit denen gar nicht mehr ernten gehen, weil das alles zu mühselig ist, sondern ich werde einfach nur noch, ich werde denen Essen vor die Nase setzen, bis die platzen, bis die auf Level 10 sind. Ja, Trick 17. Ich habe ihn heute kennengelernt. Vielleicht kanntet ihr ihn auch noch nicht. Ich sag da mal, ich beende damit dann erstmal die heutige Folge. Ich bin jetzt wirklich völlig neben mir mit dieser Erkenntnis. Und hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao!